Urdhva Hasta Janu Balasana sind Variationen der Rückenlage, die gut sind, um Knie und Hüften und flexibel zu machen und dem Bauch eine gute Massage zu geben. Es gibt mehrere Stellungen, die als Urdhva Hasta Janu Balasana bezeichnet werden. Urdhva heißt ja oben, Hasta heißt Hände. Das heißt also, dass die Hände relativ weit oben sind und Janu heißt das Knie. Balasana ist die Stellung des Kindes, wobei eben das Urdhva ist, also umgekehrt. Du liegst also auf dem Rücken. Variation 1, auf dem Rücken liegend. Fasse mit den Händen um die Knie, halte den Rücken und den Kopf unten und drücke dabei die Knie nach unten Richtung Boden. Flexiblere Menschen können auch probieren, die Knie neben dem Brustkorb nach unten zu bringen, was nur dann geht, wenn die Oberschenkel nicht ganz so lang sind. Ansonsten drücke die Knie Richtung Schultern. Eine zweite Variation von Urdhva Hasta Janu Balasana geht, indem du die Hände über Kreuz gibst. Auf diese Weise gelingt es nämlich, die Knie außen neben den Schultern etwas tiefer zum Boden hinzubringen. Halte auch dabei den Kopf am besten auf dem Boden. Diese beiden Stellungen werden auch als Happy Baby Pose bezeichnet, auch Sukha Balasana. Oder auch Ananda Balasana. Dann gibt es noch eine dritte. Von der Rückenlage ausgehend, fasse mit den Händen um die Knie und ziehe die Knie sanft zu dir hin. Lasse dabei die Wirbelsäule relativ gut auf dem Boden und so ist es auch eine gute Massage für die Bauchorgane und eine Flexibilitätsübung für die Hüften und eine Stärkungsübung für die Oberarm-Bizeps.